Das Autohaus Günther in Linz und Wels ist der Spezialist für E-Mobility und speziell für die Marke Kia. Und verschiedene Kia-Fahrzeuge haben wir in diesem Programm für Sie gefahren. Kia ist in Sachen Elektromobilität ganz vorne mit dabei. 2020 gibt's Neuigkeiten. Mit dem e-Soul und dem e-Niro erhält man künftig zwei verlässliche, rein elektrische Autos. Wir haben zwei Modelle, den e-Niro und den e-Soul. Den e-Niro werden wir dann im Fahrbetrieb sehen. Da werden wir auch vorstellen, wie man das Fahrzeug laden kann an der Ladesäule. Und hinter mir steht der e-Soul. Da wird jetzt mein Markenkollege, der Herr Bozoglian, darüber berichten. Das Besondere beim Kia e-Soul ist die Reichweite von 455 km. Er besitzt eine 64 kW Batterie und wäre im Haus Otto Günther sofort lieferbar. Besonders hervorzuheben ist natürlich die 7 Jahre Werksgarantie, was auch auf die Batterie gilt. Der Kia Soul war 2009 das erste Fahrzeug einer koreanischen Marke, das den renommierten Red Dot Award erhielt. Die dritte Generation des Kultautos feiert Europapremiere. Nun wird er nur noch mit Elektroantrieb angeboten und trägt künftig den Namen e-Soul. Und wie sieht's preislich aus? Also die prompt lieferbaren Fahrzeuge würden normalerweise Listenpreis 45.390 Euro kosten. Jetzt im Haus Otto Günther würde es für Sie ab 39.990 inklusive alle Boni und Förderungen kosten. Neben Vollhybrid- und Plug-in-Variante ist auch der e-Niro in der dritten Variante nur noch rein elektrisch erhältlich. Ein kompakter Crossover mit Langstreckenpotenzial. Die große Reichweite verdankt er seinem wirkungsvollen regenerativen Bremssystem. Was sind seine Vorteile? Also der Kia e-Niro besitzt ebenfalls eine 64 kW Batterie und hat eine Reichweite von 455 km. Der Vorteil beim e-Niro ist der Platz gegenüber anderen Elektrofahrzeugen. Also er bietet viel mehr Platz. Hat einen Listenpreis mit der Long-Range-Batterie, also mit der größeren Batterie, ab 42.390 Euro. Die Herstellergarantie von 7 Jahren oder 150.000 Kilometer hat natürlich der e-Niro auch.